Wunderbar. Ist ja gut, dass das funktioniert. Dann müssen wir jetzt erst einmal so machen. Okay, können wir auch gleich mehr reinmachen? Nee, das geht nicht. Na schön, dann halt nicht. So, das kommt hier wieder rein. Und dann wird erstmal eine ganze Weile Bronze compressed. So, dann gucken wir uns erstmal um die anderen Sachen, die anderen Ingots, die wir hier noch haben. Zum Beispiel noch ein paar Beeren, da haben wir noch Aluminium. Das werden wir jetzt auch mal schmelzen. Und dann würde ich fast sagen, wir gehen mal los und, nee, wir schmelzen jetzt erstmal unser Ardite. Und versuchen uns daraus etwas Schönes zu basteln. Was wir daraus basteln, werden wir noch sehen. Das Aluminium lassen wir vielleicht einfach noch flüssig drin, um dann später noch die restlichen Bestandteile reinzugeben, die wir brauchen. Zum Beispiel das Obsidian. Da brauchen wir Aluminium nicht zweimal zu schmelzen. Aluminium haben wir ja relativ viel da, das brauchen wir jetzt so nicht unbedingt aus dem Furnace rauszuholen. Wir haben jetzt hier 28, das ist wunderbar. So, wir werden hier 12 Ardite bekommen. Was können wir denn daraus basteln? 12 Ardite. Zum Beispiel eine Schaufel. Dafür brauchen wir ja nur 1,5. Und eine Lumber-Axe ist nicht drin. Aber ein Schwert. Ein Schwert und eine Schaufel ist drin. Und das war's dann eigentlich. Schwert und Schaufel aus Ardite. Mehr können wir leider nicht machen. Naja gut, was soll's. Dann holen wir die anderen als Ingots raus. Und dann werden die in unserer Truhe versauern. Ich meine, man kann ja nichts anderes machen. Man kann ja nichts tun, was soll's. Geht nicht anders. So, Molten Ardite, 12. Dann holen wir doch erst einmal unsere Sword Blade und unsere Handguard. Gucken wir mal. Longsword, Handguard und ein Tool Rod brauchen wir auch noch. Tool Rod und dann holen wir uns noch ein Shovel Head. Gut. Wunderbar. Also, zwei. Moment, ist das jetzt richtig? Ja. Zwei Tool Rods und ein Shovel Head. Mach gleich noch eine. Und dann brauchen wir noch ein Handguard. Und dann brauchen wir noch eine Sword Blade. So, und ich glaube, das war es jetzt alles, was wir aus Ardite machen können und machen wollten. Was ist denn jetzt noch drin? Wir haben jetzt noch 8, 8,5. 8,5. Das ist eigentlich ziemlich viel sogar. Wir machen erst einmal das Schwert. Dieses Schwert. So, Ardite Sword Blade und Ardite Handguard und Ardite Tool Rod. Da haben wir unser Longsword. Stonebound. Naja gut, was soll's. So, da haben wir unser Ardite Sword. Und dann können wir dieses hier wieder feierlich zerstören. Ding, kaputt. So, und dann bauen wir uns noch eine Ardite Shovel. Alles nicht so, wie ich es eigentlich haben wollte, aber was soll's. Gut, das kann dann auch weg. Und Shovel gelöscht. Gut, wir haben jetzt noch 8,5 drin, aber für einen einzigen Kopf braucht man schon 8. Also da braucht man 8 für, da braucht man 8 für, da braucht man 3 und da braucht man auch 3. Keine Chance. 8, 8, 3, 3. Und dafür braucht man sogar noch mehr. 8, 8, 8, 3. Tja, was soll's, wir können nichts Vernünftiges mehr draus machen. Wir müssen das aber irgendwie erstmal speichern. Und das heißt eigentlich, wir könnten eine Toolrod draus machen mit einem halben und dann noch von mir aus eine Large Plate. Es ist eigentlich egal, was wir jetzt noch machen mit diesem Ardite. Wir wollen es ja nur irgendwie aus dem Furnace rausbekommen, um es zu lagern. Vielleicht gehe ich ja doch irgendwann nochmal los und baue ein wenig Ardite ab. Das ist überall. Vielleicht machen wir das irgendwann mal. Auf jeden Fall müssen wir das jetzt erst einmal hier rausholen. So und so. Wunderbar. Dann können wir das erst einmal einlagern. Das ist genauso gut wie Ingots, das können wir ja wieder zurückschmelzen. Und jetzt müsste das eigentlich leer sein. Genau, nur noch Aluminium drin. So, das kommt alles wieder rein und die Ingot-Casts kommen hier wieder rauf. So und so und so. Wunderbar. Gut. Ah. Wie sieht es jetzt aus mit dem Compressed Bronze? Okay, dann machen wir mal hier mal noch mehr. Na los. Na los, warum geht denn das jetzt nicht hier? Tinker's Construct und Forestry, geht das nicht zusammen? Oh nein, Mist. Wir müssen die von den gleichen Mods benutzen. Wirklich? Das ist aber schwach, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist jetzt beides Forestry. Und hier haben wir Tinker's Construct und Industrial Craft. Wir hoffen mal, dass die miteinander kompatibel sind. Ansonsten
müssen wir sie einschmelzen im Ofen und dann einzeln wieder rausholen. Und das fände ich ziemlich doof. Ich glaube nämlich, dass ich diese Forge All Directory nicht mehr drin habe. Nee. Diese Mod habe ich rausgenommen, weil ich dachte, sie wäre nicht mehr, sie wird nicht mehr benötigt. Ich dachte, sie ist überflüssig. Wir gehen mal zu unseren Allberries runter. Gucken mal, wie es denen geht. Vielleicht ist ja das Aluminium jetzt noch ein bisschen gewachsen. Dann könnten wir da noch was... Nö. Ist nicht gewachsen bis jetzt. Nee, es ist auch nicht mal ein bisschen größer geworden. Es ist gar nicht gewachsen. Ich weiß nicht, wo ich mit der Torch hin soll, verdammt. Was mache ich denn nur mit der Torch? Also hier wächst alles, aber das da in der Ecke wächst nicht. Ah, blöder Mist. Da muss ich mir nochmal überlegen, wie ich das beleuchten möchte. Vielleicht beleuchten wir das ja auch nur mit einer Redstone-Torch. Das ist hell genug, damit ich was sehe, aber dürfte eigentlich nicht zu hell sein, dass die Büsche nicht wachsen können. So. Okay. Funktioniert das? Nee, das funktioniert auch nicht. Funktioniert denn das? Auch nicht. Mist. Mist. Ganz, ganz blöd. Wie mache ich denn das jetzt? Das habe ich hier 4 Ingots, die ich nicht miteinander benutzen kann. Die muss ich einschmelzen. Hilft ja nichts. Ich würde einfach mal behaupten, Aluminium und Bronze wird sich nicht verbinden. Aluminium und Copper verbindet sich, ja. Aber Aluminium und Bronze glaube ich nicht. So, eigentlich können wir jetzt mal schlafen gehen. Nee, wir gehen jetzt nicht schlafen. Tja, so weit kommt es noch, solange ich was zu tun habe. Ball of Moss. Das kommt jetzt hier an unsere neuen Werkzeuge ran. Zum Beispiel an das Schwert. Das wird sich dann schön wieder selber reparieren. Großartig. Und unsere Schaufel wird das genauso tun. So, Lack macht aber bei den beiden eigentlich keinen Sinn, zumindest bei einem Schwert nicht, bei der Schaufel auch nicht. Also Lack brauche ich eigentlich nur auf der Pickaxe, die anderen Sachen brauchen keinen Lack. Allerdings kann ich bei denen hier zum Beispiel Diamant dran machen. Das machen wir mal. Oder ich glaube, man kann auch Schärfe mit Nether Quartz ran machen. Warum mal den hier? Ich glaube, das geht auch sehr gut und ist eigentlich eine billige Variante. Ja, Quartz. Attack 4 Hearts. Und so hat es 3,5. Also der Base Attack wird schon deutlich angehoben, aber ich brauche 4 Quartz. Und ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt leisten kann. Eigentlich kann ich mir das nicht leisten. Da müsste ich jetzt in den Nether gehen und mehr Quartz holen. Dann gucken wir mal mit Diamanten, was sich damit ändert. Ich glaube, damit ändert sich nur... Ja, die Durability ändert sich damit. Also das ist albern, das brauche ich nicht, die werden sich selber reparieren. Also wahrscheinlich wird es auf Quartz hinauslaufen. Was mache ich eigentlich mit einer Schaufel mit Quartz? Was passiert denn da? Hm, gar nichts ändert sich da. Das ist dann natürlich ein bisschen witzlos, wenn sich gar nichts ändert. Na gut, ja, was soll's, Nether Quartz finden wir eigentlich auch nah am Eingang vom Nether. Sollten wir eigentlich fähig sein, das abbauen zu können. Also machen wir das ruhig mit Nether Quartz. Aber erstmal bauen wir hier ein paar Quartz-Blöcke draus. Das ist das gleiche wie mit dem... Hoppala. Ist das gleiche wie mit dem... wie mit dem Lapis. Das kann man so einfach schneller übertragen. So, da muss man nur ein Viertel so oft klicken. Klick, klick, klick. Yeah. So, und darauf geben wir es auch noch. Wunderbar, jetzt haben wir ein cooles Schwert, eine miese Pickaxe und eine krasse Schaufel. Und dann holen wir uns noch das letzte, was wir an Lapis haben. Da haben wir jetzt noch 37, das ist ja ziemlich wenig. Ich dachte, ich hätte mehr. Na gut, was soll's. 4 Stück, die kommen jetzt nochmal auf die Pickaxe. Mann, da haben wir aber schöne, farbenfrohe Ausrüstung jetzt. Sehr cool. So, und der Rest wird ja aus Alumite gemacht und das ist so rosa-mäßig. Tja. Naja, gut. So, was haben wir denn jetzt hier? Bronze. Die holen wir jetzt einzeln raus. Und dann gehören die alle schön zu Tinker's Construct. Und dann gibt es hier keine weiteren Probleme. Komm. Zack. Hurra. Dann können wir das hier schön in den Kompressor schmeißen. Hat also im Endeffekt kaum den Unterschied gemacht. Wir hätten es auch von Anfang an schmelzen können. Also das war Copper und Tin einfach nochmal aufschmelzen. Um Bronze rauszubekommen, macht jetzt nicht wirklich einen Unterschied. Und ich sehe gerade, Ball of Moss haben wir noch 3 Stück und ist genau für die Axt, für den Excavator und für den Hammer. Großartig, wir haben genauso viel, wie wir brauchen. Dann kann ja jetzt das Aluminium compressed werden. Oh, jetzt läuft es langsam, es läuft langsam. Oh yeah.
jetzt wird es langsam wieder richtig cool. Gut, dann will ich jetzt eigentlich mal los und Obsidian abbauen. Wir brauchen gar nicht so viel Obsidian, wir brauchen eher mehr Aluminium, glaube ich, und ein bisschen Iron brauchen wir auch dafür. Das ist aber eigentlich alles kein Problem. Iron haben wir noch einiges übrig, Aluminium haben wir noch sehr viel übrig. Wir müssen jetzt hier erst einmal noch ein bisschen Obsidian abbauen. Und wir wissen alle, Obsidian abbauen ist das Schönste, was es gibt in Minecraft. Tja, oder auch nicht. Verdammter Mist. Da ist ja noch Lava drunter. Warum ist hier noch Lava drunter? Ich dachte, da ist keine Lava mehr drunter. Doch. Okay, dann müssen wir die Lava da drunter erstmal abblocken. Zwar so. Genau. Denn ist jetzt hier ein Block Lava drunter. Ein Block Dirt drunter und dann kann es nicht verbrennen. Okay, es kann rechts in die Lava springen, aber wir hoffen, das passiert nicht. Nein, ist nicht passiert. Wunderbar. Dann können wir das hier aber nochmal abblocken, ansonsten sterbe ich. So, ich will nicht sterben. So, gut, den haben wir auch wieder und der kann jetzt dahin. Wunderbar. Gut, so werde ich jetzt hier noch ein paar Minuten weitermachen. Und dann kommen wir vollgepackt mit Obsidian wieder zurück nach Hause. So, ich habe mir jetzt aber was überlegt. Wir werden mal unsere Buckets holen. Und dann können wir mit den Buckets immer die Lava aus dem Weg holen, damit da nicht das Obsidian reinfällt. Und dann ist das alles auch ein bisschen sicherer für mich. Dann habe ich jetzt 8. Ist es natürlich noch nicht viel. Wir wollen ja einen Hammer und einen Excavator und eine Lumber-Axe bauen. Die brauchen alle sehr viel Material. Also wir müssen schon bis auf den letzten Block alles rausholen, was es da so gibt. Aluminium, okay. Zusammen mit Obsidian. Wunderbar, das schmilzt ewig. Das dauert richtig lange. Guckt euch das an, wie lange das dauert. So, wir holen jetzt erstmal unsere Buckets wieder raus. Wir haben nur 2. Ach nee, wir haben noch einen mit Lava gefüllt, nicht wahr? Ja, ich glaube schon. Gut, egal, was soll's. Das reicht ja erstmal, um die Lava aus dem Weg zu räumen, damit es nicht immer reinfällt. Also es ist bis jetzt noch gar nichts reingefallen. Ich habe tatsächlich jeden Block, den ich abgebaut habe, bekommen. Es sind ja erst 8, aber naja. Ich glaube, man kann sogar das Nether-Portal zerstören. Also die Ecken zumindest. Man kann jetzt, glaube ich, in den Nether gehen, die Ecken abbauen, wieder in die Oberwelt kommen und wieder zurückgehen und wieder die Ecken abbauen. Weil im Nether immer ein vollwertiges Portal gespawnt wird. Glaube ich zumindest. Deshalb kann man das System dahingehend, glaube ich, ein bisschen austricksen und sich praktisch eine unendliche Quelle an Obsidian herstellen, sozusagen. So, das lassen wir erst einmal hier. Und das packen wir dahin. Und das packen wir dahin. Wir wollen ja keine Lava löschen, wir wollen sie nur mal an einen anderen Ort bringen, damit man hier vernünftig abbauen kann. So, tja. Jetzt wird es schon ein bisschen knifflig. Ich weiß nämlich nicht, bei welche Blöcke ich jetzt hier noch ausfüllen muss. Ich glaube, die hier. Ja, genau. Habe ich das Fließverhalten von Lava doch richtig verstanden? So, jetzt haben wir schon 6 Blöcke aus dem Weg geräumt, aber es sieht immer noch nicht besser aus. Gut, dann machen wir halt hier noch und da noch. Meine Fresse, warum ist denn das so tief? Hier ist ja viel mehr Lava, als ich dachte. Das ist alles gar nicht cool. Ich fürchte, das wird ein etwas längeres Unterfangen hier. So. Aber jetzt müsste ich zumindest an diese hier rankommen, ohne dass irgendwas passiert. Probieren wir mal. Ich denke mal, das sollte jetzt so klappen.